Ja, meine Mama. Klippe, das ist ein Dock. So. Lauter Treibzeugst, okay. Holz voll. Alles klar. Eigentlich suche ich ja noch Metall. Da hinten irgendwo liegt auch noch Zeug rum, deswegen holen wir uns das noch. Tabak interessiert mich nicht, ich will Metall. Aber Metall gibt es natürlich nicht als Treibgut, ist klar. Man könnte ja quasi sagen, Metall schwimmt nicht auf dem Wasser. Aber was interessiert einen hier Ludwig? So. Was haben wir da für eine Fackel? Ach, das ist Schiffruffackel. Schiff ist doch da. Okay, und eigentlich wollte ich ja eh da hin. Upsi. Ständig mache ich Dinge kaputt, wenn ich hier da bin. Ständig. Naja, dann. Ich meine, wie soll ich sagen, zu 2014er Zeiten war die Idee mit YouTube und Copyright noch gar nicht so weit. Ach, da kommst du mit dem Boot rüber. Okay. Also mit dem Ruderübersetzboot von der anderen Siedlung da wahrscheinlich. Komm. Captain am Ruder! Großsegel! Los geht's! Eine Runde anlegen wäre geil, wa? Na komm. Captain hat das Ruder. Anker fallen lassen. Geht doch. So, hat dieser theoretische Schiffsshop offen. Sieht nicht so aus, als ob da überhaupt was wäre. Da hinten haben wir auf jeden Fall ein Lager, was wir plündern können. Das mag ich sehr. Dann gehen wir jetzt erstmal darüber und... Oh, ein Fuchs. Der Fuchs ist zu weit. Ich bin sicher, Füchse kann ich auch für irgendwas gebrauchen. Habe mich für Donnerstag vorbereitet, also Spiel des Untergeladen. Sehr gut. Dann müssen wir am Dienstag tatsächlich nur noch so weit kommen, wie ich mir vorgestellt habe, dass wir kommen. Dann ist dann das... Die Variante für Donnerstag auch schon quasi vorbereitet.
So. Da hoch. Dann ist eine Dings-Herausforderung und da oben war irgendwas. Da oben war doch gerade eben noch ein Lagerhaus. Da, da ist es. Gut, dass es mir eben noch nicht, gar nicht angezeigt hat. So, in den Außenposten einschleichen. Na komm halt her. Komm, put, put, put. Sonst müssen die anderen beiden da mal weg. Okay. Ich bin nicht anonym genug. Alles klar. Komm. Gesell dich zu deinen drei Kumpels, zwei Kumpels. Ja, komm. Ah, wir haben sogar zwei Schlüsselträger wieder, also zwei doppelte Beute. Das ist ja angenehm. So, jetzt können sie nämlich so viel... Alarm schlagen, wie sie wollen. Du bist ein Schlüsselträger. Komm, hau da ab. Da ist eine... Autsch. Warum? So, ich bin aus dem Kampf geflohen, jetzt kann ich regenerieren. Ach, komm schon. Okay, die habe ich nicht gerechnet. Der Schlüsselträger läuft weg. Welcher? Wieso? Der liegt doch da oben. Ach verdammt, der war auch unterwegs. Naja, gut. Nur dich zur Info, im Schnitt dauert das Durchspielen 6,5 Stunden. Ja, das sind also zwei Abende quasi. Ich kriege also wieder nur einen Schlüssel.
Hallo? Genau, so. Ach, ich komme einfach hinten raus. Oh, 26 Meter. Ja, das ist okay. Schiffchen ist da drüben. Sechseinhalb Stunden sind doch auch nur normaler Freitagabend. Das stimmt auch wieder. Das wäre vielleicht auch eine Option, dass man da sagen kann, man nimmt es vielleicht an den Freitagabend. Oder man fängt halt an einem Tag früher an. Oder wie gesagt, man macht einfach zwei Sachen draus. Wo man dann jeweils sich so dreieinhalb Stunden an vornimmt. Und in meinem Spielstil sind sowieso zweimal dreieinhalb eher. Oder man hetzt einfach nicht so, genau. Treib gut in Sicht, Captain. Naja, der Captain ist dauernd über Bord, aber das merkt ihr ja schon. Fleur de Vent. Der Name klingt suspekt. Entweder auch machen wir mehr Blödsinn, dann ist es drei Donnerstage. Ja. Für Blödsinn machen bin ich sowieso dafür. Wieder da oben hoch. Aber diesmal sehe ich den Weg wenigstens. Und hier war doch direkt schon irgendwas. Na, das wollen wir gleich, wenn wir wissen, wo und was. Mhm, ist klar. Macht einen Reaction-Stream. Sehr, sehr gerne. Du kannst auch gerne Live-Reaction draus machen. Außerdem hat mich niemand vor zu hetzen. Richtig. So, wir sind hier unten gerade. Da war nichts. Ach, sehr schön. Dran vorbeigegangen, aber da war ja nichts. Oh ja, einfach mal irgendwo hinspringen. Kommt immer sehr gut. Marcelin est en train de dégueuler sa vie. Je te colle sa patrouille. Toute la forteresse de Louisbourg a disparu. Les Britanniques ont détruit la technologie. Arrête de gueuler, Landry. Fais ta patrouille, on en reparlera demain. Ça marque. Va rejoindre Tremblay. Réveille-le s'il dort encore. Je le vois, je peux tirer. Genau, verprügelt. Arrête de gueuler, Landry. Fais ta patrouille, on en reparlera demain. Je l'ai envisé, comme une vache dans un couloir. Das ist.
Sehr schön. Wie sie dann... Wie sie sich gegenseitig einfach nur angestarrt haben, bis einer geschossen hat. Na komm, du hättest dich auch vorher wehren können. War ja nicht so, dass du 3 Stunden daneben gesessen hast. Das war der erste Schlüssel. Ach nein. Das war der Hauptschlüssel. Unter den Bedingungen. Da kam sogar ein zweiter ums Eck. Das war ja quasi. Aber weißt du, was noch viel mehr wehtut als eine Kopfnuss? Schnittwunden durch den Hals. Lass uns den Sati... genau. Lass uns den Sati-Livestream live react. Ich mag die Idee, da müssen sie sich aber anstrengen. Oder auch was bieten. Ja, ja, das... Du kennst doch meine renommierte Qualität von Streaming-Angeboten. Die wird selbstverständlich nicht unterschritten werden. So, jetzt gucken wir mal, wie wir hier wieder rauskommen. Offensichtlich nicht ohne Kampf. Oder einfach hier außen rum. Komm, da... Spring. So, jetzt müsste ich doch mal langsam genug Zeug haben, um das Schiff wieder upgraden zu können. Hoffe ich. Nur wenn ihr das Spiel auch kauft. Es ist einfach wert. Das ist eine Ansage. Ich hab's noch nicht gespielt, von daher. Zum Glück weiß ich nicht mal, um welches Spiel es geht. Das Spiel nennt sich A Way Out. Ja, da wird noch eine Templerkarte. Wieso kann ich jetzt gerade hier nicht anlegen? Doch, geh, jetzt darf ich. Ich war einfach nur in der Reisegeschwindigkeit, das macht sie. So, der Laden hier ist noch geschlossen. Wir müssen ein paar Dinge erledigen, damit wir hier weitere Dinge tun dürfen. Komm. Ist eines der Ziele.